Geht um die maximal mögliche Definitionsmenge bei so komplizierten Wurzelfunktionen. So ganz schnell die Wiederholung: bei einer einfachen Wurzelfunktion ist die Definitionsmenge R0 plus, also die kann ich auch so schreiben, 0 ist dabei, unendlich ist nicht dabei. Beim Ln ist es anders, da ist es ja nur R plus und hier ist nur beim Wurzelbruch ist nur die 0 nicht erlaubt. Also der Teil da unter der Wurzel muss größer oder gleich 0 sein. 2x plus 4 größer gleich 0. Das ist hier ein bisschen komplizierter, aber erst das Leichte. Das heißt 2x größer gleich minus 4 und durch x größer gleich minus 2, wenn ich durch 2 teile. Und das schreibe ich dann so. Also größer oder gleich minus 2, das heißt von minus 2 bis unendlich. Und das kann ich probieren. Also wenn ich hier minus 2 einsetze, 2 mal minus 2 ist minus 4, plus 4 ist 0, Wurzel 0 ist 0. Ja, passt. Gut. Und jetzt das wäre so ein Transfer. Das nächste führt zu einer Ungleichung mit Quadrat. Also hier wieder das da unten, das blaue muss größer gleich 0 sein. Also x Quadrat minus 25 größer gleich 0. Und ich gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Ich empfehle, sich das vorzustellen als Parabel. Ja, also ich habe eine Parabel und die hat Nullstellen, die finde ich raus. Also die Nullstellen sind bei plus minus 5. Also kann man ja, oder man kann das auch so, man macht doch mal x mit so x Quadrat minus 25 ist gleich 0, dann kriege ich x gleich plus minus 5. So, und was tue ich jetzt? Was tue ich? Ich habe hier die 5 und die minus 5 und ich sehe eine nach oben geöffnete Parabel. Ja, und das muss größer gleich 0 sein. Ja, das ist hier positiv, das ist hier positiv, das ist in dem Bereich negativ und 0 ist es bei 5 und minus 5. Das heißt also, der grüne Bereich ist hier und in dem Fall ist der rote Bereich da. Bei einer nach unten geöffneten Parabel wäre es genau andersrum. Und in diesem Fall ist also die Definitionsmenge, ich schreibe es mal hier hin. Ja, also das gehört da dazu. So. D gleich, also von minus unendlich ist nicht dabei, bis minus 5 ist dabei, vereinigt 5 bis unendlich. Genau. Man könnte auch, also ich finde es nicht so schön, man könnte schon mit D gleich R ohne. Und jetzt der rote Bereich, das ist die minus 5 bis 5 ausgeschlossen. Yep, gut.